Duell mit den Portugiesen von Vitória Guimarães. Und es lässt sich zäh an, das Ganze, die ersten 25 Minuten in einer Szene zusammengefasst. So, zu sehen. Bis Silvan Wallner auf Emanuel spielt. Emanuel, und das hier hätte gut. Guimarães startet erst nächste Woche in die Meisterschaft, hat zudem gerade seinen Topstürmer abgegeben. Und das sieht man, ist jetzt auch noch nicht die ganz große Offenbarung, was die Gäste offensiv zeigen. Nach den Eindrücken der ersten Halbzeit sollte es für den FCZ möglich sein, hier vorzulegen. Aber erstmal aufgepasst auf diese Flankenchance im aktiven Start in die zweite Halbzeit. Kommen immer wieder über die Seiten, so wie hier. Der FCZ mit Mühe kann nicht befreien. Und im Zentrum, da geht einer vergessen, fast nicht nicht machen. Drittes Tor in der aktuellen Conference League Quali für Mangas. Führung Guimarães 54. Der FCZ muss nun aufpassen. Die Gäste sind in diesen Minuten deutlich besser im Spiel. Ramirez. Brecher gut. Mangas. Brecher sehr gut. Schuja. Auf natürlich Nikola Katic. Katic aber gleich wieder defensiv gefordert. Guimarães offensiv nach wie vor auffälliger. Nuno Santos, Abwehr, ab 10 Minuten. Und das sieht nun gut aus. Emanuel, der rutscht weg. Er wäre gefühlt willkommen. Der Glaube an ein FCZ-Tor schwindet. Noch einmal Guimarães. Und noch einmal geht vieles schief. Da wird er angeköpfelt von Oliveira. 0:2. Die Art und Weise... Boah, die fühlen sich lang an. Es spielt nur noch Guimarães. Oliveira, wieder er. Der macht sogar noch eine Party im Letzigrund. 3:0, auch der Schlussstand. Das ist deutlich kaum.